Hallo Willi, hallo Klaus, schön, dass ihr zugeschaltet seid. Und jetzt ist meine Frage: Gibt es eine positive Entwicklung in der Bevölkerung bei der Akzeptanz der Raumenergie? Wenn ja, wie macht sie sich bemerkbar? Willi, wie sieht die Sache diesbezüglich bei euch in Österreich aus? Naja, also ich sehe das sehr positiv. Wir haben sehr, sehr viele positive Indikatoren. So nenne ich das mal, ja. Das erste ist, es gab den ersten österreichischen Dokumentationsfilm zu diesem Thema, hat geheißen Aus dem Nichts 2015 von der Angelika Sumaeder, wo auch der Klaus natürlich mit seinem ganz tollen Experiment drinnen ist, das eigentlich unschlagbar ist, wenn du mich fragst, ja. Und dieser Film wurde im Kino gezeigt und ein paar Jahre später, ich glaube letztes Jahr auch im ORF, auch wenn es zu einer späten Stunde war, aber er wurde im ORF ausgestrahlt. Sowas gab es in Österreich noch nie. Wir arbeiten seit 2006 daran, die Raumenergie über Filme, über ORF und so weiter bekannt zu machen. Keine Chance. Also das ist ein ganz positiver Indikator. Das Zweite ist, dass Radiosendungen zu dem Thema zugenommen haben, also ein Radio Soul oder Grob FM, aber es gibt auch andere. Das Dritte, was mir aufgefallen ist, der beste Dokufilm, internationalen Dokufilm Drive, den wirst du vielleicht kennen, von Gamble Foster, ja? Der über 92 Millionen Klicks bekommen hat mit über 20 Sprachen, den konnte man, das Thema Drive, den Namen Drive, konnte man auf vielen U-Bahn-Stationen, ja, konnte man das sehen. Da haben Jugendliche sich einfach den Spaß gemacht und haben diesen Namen an so vielen Stellen hingemalt, sodass man da einfach nicht drüber stolpern konnte. Also auch der ist in Wien angekommen, sagen wir mal so, in der Hauptstadt von in der Hauptstadt von Österreich. Also da sieht man auch da eine positive Bewegung, weil der behandelt ja ungefähr 30 Minuten zum Thema Raumenergie und ist ganz, ganz gut und ganz einführend. Das Vierte, was mir aufgefallen ist, die letzten Jahre, es gibt steigende Anfragen bei der Österreichischen Vereinigung für Raumenergie. Also wir haben viel mehr Anfragen, viel mehr Leute wollen den Newsletter bestellen, um monatlich informiert zu werden, was sich Neues tut. Das Fünfte, was mir aufgefallen ist, sind die kritischen Stimmen. Die sind einfach weniger geworden. Ja, also es gibt immer wieder so Unk-Unk. Meistens sind das Ignoranten oder leider Gottes auch antisoziale Persönlichkeit, die auf Unterdrückung, Zerstörung, auf überlebensfeindliche Technologie aus sind oder Gruppen aus sind. Aber das werden wir nicht wegbekommen. Sechstens, was mir aufgefallen ist, dass die ÖVR-Fachtagungen immer besser besucht sind und vor allem letztes Jahr von Umfragen her die besten Ergebnisse gehabt haben. Also das heißt, es ist so beliebt wie noch nie. Und das Letzte, was ich noch erwähnen kann, ist, wenn du googelst in Österreich Raumenergie, du findest seitenweise gute Informationen über Raumenergie. Speziell über dich, Klaus. Du hast hier wirklich eine tolle Vorreiterrolle übernommen als Wissenschaftler und du findest zeitenlang nur gute News. Auch natürlich über den ÖVR, über die Presseaussendungen, die wir machen und so weiter. Also das heißt, von der Tendenz her ist die Akzeptanz definitiv gestiegen in Österreich. Klaus, wie ist denn dein Eindruck aus Deutschland dazu? Genauso gut. Also man merkt, wie die Akzeptanz deutlich steigt. Ich habe früher viele Schmäh-E-Mails bekommen, die sind ganz weg. Dafür gibt Super. es immer mehr Leute, die fragen, können wir nicht irgendwie Raumenergiekonverter kaufen? Also ich kriege Dutzende jede Woche, die fragen, wann kommt es endlich auf den Markt, wie und wann können wir kaufen? Es gibt auch potenzielle Ansprechpartner, die mich fragen, können wir nicht diese Forschung in Angriff nehmen? Nur ist es leider so, dass das noch keine vernünftigen Firmen sind, sondern da melden sich dann chinesische Militärs oder Vatikanstaat oder so. Also es sind noch keine wirklich optimalen Ansprechpartner. Aber wenn man sieht, dass man aus dieser Richtung schon ernst genommen wird, dann weiß man, dass diese Arbeiten von offizieller Seite mehr und mehr anerkannt werden. Ich hatte früher auch Probleme, Peer-Review-Publikationen zu bekommen. Das sind ja diese offiziellen Gutachterpublikationen. Inzwischen habe ich mehrere davon für die Raumenergie.
Ich habe mir jetzt in der letzten Zeit meine Internetseite wieder neu aufgebaut und da habe ich eine Publikationsliste drin, da sieht man die. Auf Kritikerseiten stand früher noch gelogen drin, Turto hat keine Peer-Review-Publikationen und inzwischen ist auch dieser Zustand behoben. Also ich merke schon doch viel Rückenwind auch. Und in den alternativen Seiten, also wenn man ein bisschen auf alternativen Seiten rumstöbert, dann merkt man, wie die Leute sagen, die ganzen Tesla-Patente sind freigegeben und die Raumenergie wird kommen. Also Thrive ist so der Anfang des Rückenwindes, aber da kommt aus allerlei anderen Richtungen noch viel, viel mehr jetzt. Ja, es wäre wünschenswert, weil jeder redet ja vom Klimawandel und es wäre eine gute Idee, irgendwo diese vorhandene Energie zu nutzen, die ja da gar nicht klimaschädlich dann ist, ne? Denn die Alternative, die man jetzt so propagiert, ist ja dann doch, wenn man sie wirklich näher betrachtet, nicht so wirklich das, was irgendwo medial rüberkommt. Ne? So ist es, ja, leider. Ja, was medial rüberkommt, also die Windmühlen sind eine nette Übergangstechnologie, aber ja, technisch nicht zuverlässig genug. Wenn gerade kein Wind bläst, dann brauchst du irre große Akkus und solche großen Akkus kann niemand bauen. Solarzellen, das gleiche Spiel. Im Winter sitzt, möchtest heizen und gerade im Winter scheint die Sonne nicht, sodass die Solarzelle nichts liefert. Also wir brauchen de facto schon die Raumenergie, das ist so. Jetzt stelle ich mal an euch beide eine Frage. Gibt es schon Geräte, die mit einer Raumenergie betrieben werden? Wisst ihr da was drüber? Ja, es gibt schon, es ist nicht viel, ich muss gestehen, ich kenne auch nicht sehr viele, aber in der USA zum Beispiel die sogenannte Windhexe von Polivka, Franz Polivkas Windhexe, ganz kurz beschrieben, ein Trichter, ein riesengroßer Trichter, wo man oben alles Mögliche an Müll hineintut, an großen Knochen, was weiß der Teufel was. Und in diesem Trichter entsteht ein Wirbel, ein gigantischer Wirbel und unten kommt ganz feinstäublich ein Staub heraus. Ja, ist eigentlich physikalisch nicht beschreibbar, wenn man die Raumenergie nicht kennen würde. Klaus, stimmt's? Ne? Ja, gerade diese Wirbelgeschichten, also Rotation F und gleich 0, das ist von der Formel her auch ein typisches Indiz für nicht konservative Felder und dann gehst du in die Richtung. Genau, also und die gibt es schon relativ lange, die sind auch im Einsatz im kommerziellen Bereich, aber eben nur in der USA, nicht in Österreich, nicht in Europa. So, dann ist das eine. Das zweite, was mir aufgefallen ist, ist der Dr. Marokins Hydraulik-Energiegenerator, der schon seit 2005 in Russland aktiv ist. Das heißt, das waren zwar riesige Aggregate, die Tonnen gewogen haben und noch immer funktionieren, was ich so gehört habe und gelesen habe, und die eine Überschussenergie erzeugen, wobei Dr. Marokin davon ausgeht, dass er sagt, das ist die Schwerkraft. Also er nutzt offiziell die Schwerkraft. Ne? Dazu gibt es ja ein ganzes Buch, die Heureka-Maschine, die dieses Ding. Die Heureka-Maschine, ganz genau. So, also das heißt, und die gibt es auch schon viele Jahre und Gott sei Dank wird jetzt in Österreich, Deutschland und in der Schweiz 2021 geplant, wird das auch auf den Markt kommen. So, das ist das Nächste. Dann, was heuer auf den Markt kommen sollte oder was schon begonnen hat, sind die Magnetmotoren von IEC in Las Vegas, die schon jahrelang die Forschung betrieben haben, viele, viele Prototypen jahrelang getestet haben. Das sind Magnetmotoren, die eh bekannt sind, von der Grundidee schon seit Jahrzehnten bekannt sind. Aber die kommen jetzt auch auf den Markt. Das weiß ich aus dem Netjournal, das die Schneiders und der Jupiter Verlag herausgibt. Also das ist, was mir auch bewusst ist. Und natürlich jetzt last not least, jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen in eigener Sache, die Aquapool-Technologie. Das ist für die ist seit 1985 eigentlich jetzt schon weltweit auf dem Markt in über 50 Ländern. Wir machen Mauerentfeuchtung mit der Raumenergie, die Bodenbefeuchtung und zusätzlich noch geologische Störfelddämpfung. Also das sind diese zwei Produktschienen, die
ohne Raumenergie nicht möglich wären und die sozusagen jetzt fast 55.000-fach weltweit im Einsatz sind. Mit Raumenergie. Also das sind so, würde man sagen, so die wichtigsten. Ich kenne aber, ich höre immer wieder, leider immer wieder Namen oder Geschichten, dass es in Kellern, Häusern Geräte aufgeben sollen von bestimmten Besitzern, die aber das nicht freigeben oder die das nicht veröffentlichen wollen, wo es solche Raumenergien, Technologien oder so Motoren auch gibt, die Strom erzeugen. Leider nicht veröffentlicht. Aber ja, es dürfte es auch geben. Da gibt es Beispiele in solcher Menge. Ich habe auf meiner Internetseite inzwischen auch ein gutes Dutzend verschiedene Beispiele dargestellt für Geräte, die es gibt. Also bis hin US Navy to turn seawater into jet fuel. Die haben eine Methode gefunden, aus Meerwasser Benzin zu machen. Ja, stell dir vor. Und es steht in der Washington Times, in der großen Tageszeitung. Das präsentieren die offiziell. Oder Blacklight Power, die präsentieren ihr Fusionssystem mit Wasserstofffusion im CNN. Also da gibt es schon ein paar sehr bekannte Beispiele. Wenn du sagst Magnetmotor, denke ich immer an den Ford Magneto. Das Ford Modell T, so ungefähr 100 Jahre alt. Die hatten damals einen Magnetmotor drin. Die haben etwa 20, das kann man googeln, wenn du googelst Ford Magneto, dann findest du noch Bilder von den Bauteilen. Wahnsinn. Die haben etwa 20.000 bis 30.000 Exemplare verkauft. Und später wurde das dann wegdiskutiert unter der Aussage, das wäre ja nur ein Energiespeicher. Also man würde das aufziehen, ähnlich wie Feder, wenn du Magneten zusammenschiebst, die stoßen sich dann wieder ab. Ich habe das einmal nachgerechnet, wenn man die Energie von den stärksten Magneten unserer Zeit einsetzt, dann kommst du in so einem Ding auf eine Reichweite von etwa 80 Zentimetern bis 1 Meter. Mehr schaffst du nicht. De facto ist aber der Ford Magneto mit dem Magnetmotor unendlich weit. Also die sagen, als Notlaufeigenschaften bis ins nächste Dorf. Das Ding schafft nur ungefähr 20 Stundenkilometer. Das haben die damals eingebaut, wenn der Benzinmotor kaputt war, dass man halt noch ins nächste Dorf fahren kann zum Reparieren. Oder wenn der Tank leer war. Du konntest 20 Stundenkilometer weiterfahren, unbegrenzt, hunderte von Kilometern, wenn man die Geduld hat. Und diese Autos sind dann seither verschwunden. Aber wie gesagt, es gibt noch einige und die Bilder sind im Internet zu finden. Du brauchst nur googeln. Und den Vogel abschießen, also in Sachen viele Beispiele, tut die Deutsche Vereinigung für Raumenergie. Da gibt es eine Seite Technology, also die Technologieseite der DVR. Die haben über 100 Beispiele für funktionierende Geräte drin. Kann man einfach einmal anklicken, Deutsche Vereinigung für Raumenergie, Technologie. Da gehen einem die Augen über, was der Bildschirm kann es nicht auf einmal fassen, was da an funktionierenden Beispielen rauskommt. Dann ist es aber doch irgendwo erstaunlich, dass es nicht mehr irgendwo schon den Weg irgendwo in die Vermarktung gefunden hat. Fehlt wahrscheinlich ja, immer das Interesse daran. Das ist kein technisches Problem, das ist ein politisches Problem. Schau mal, der Ford Magneto, der hat den Weg in die Vermarktung gefunden. Wie gesagt, die haben 20.000 bis 30.000 Stück davon verkauft. Und dann wurde das Ganze gestoppt. Wenn die jetzt gesagt hätten, wir bauen die Magneteinheit stärker und dafür lassen wir den Benzinmotor ganz weg, dann hätten die auch schneller fahren können und dann hätte das Ding auch funktioniert. Das hat man eben aus nicht technischen Gründen bleiben lassen. Und vor allem, man macht dann kein Geschäft damit. Ne? Man kann an dem Benzin nichts verdienen. Ne? Oder an den Magnetfeldern, die umsonst gebraucht werden. Ne? Das ist, glaube ich, auch einer der Hauptgründe. Ja, ich glaube, das ist nur generell das Problem innovativer Technik. Es muss immer noch der Faktor vorhanden sein, Geld damit verdienen zu können. Sonst hat es irgendwo kaum eine Chance, sich durchzusetzen. Ne? So, jetzt haben wir über die Bevölkerung eben gesprochen und die Akzeptanz. Hör mal, Klaus, was sagt denn heute die Wissenschaft zum Thema Raumenergie? Und warum sind der Begriff und der Nachweis der Existenz des Ätherdrifts in diesem Zusammenhang wichtig? Ja, das sind jetzt zwei Fragen. Ich mache mal die erste zuerst. Okay. Als ich angefangen habe, da hieß es noch, die Wissenschaft kann sich diesem Thema nicht zuwenden, weil das alles Scharlatanerie sei. Also ich bekam tatsächlich Anrufe von Kollegen, die mich mit dem Wort Scharlatanerie konfrontieren wollten. Das war so ungefähr vor 15 Jahren. Das hat sich aber völlig gewandelt. Also inzwischen bekomme ich Anrufe von Kollegen von namhaften Instituten. Also es sind wirklich Top-Forschungsinstitute,
die sagen, sie möchten mit mir diese Raumenergieforschung unter verdeckter Hand machen, also dass man davon nichts erfährt, dass er beteiligt ist. Er hat noch Angst zuzugeben, dass er vielleicht seine Karriere riskieren könnte, aber er möchte gern in die Raumenergieforschung einstecken. Und es ist natürlich dann vertraulich, aber wenn ich dir jetzt die Namen sagen dürfte von den Leuten, die mich da ansprechen, du würdest mit den Ohren schlackern. Also da kommen namhafte Professoren, Kollegen von Spitzeninstituten, die möchten das für sich entdecken. Die haben allerdings dann meistens die traurige Bedingung, dass sie sagen, sie machen das. Also ich hatte schon das Angebot, da sprach mich ein Top-Forscher, der damals noch mit dem Bundespräsidenten Wulff in Verbindung stand, der sprach mich an und sagt, er möchte mich als Assistenten einstellen, weil er gerne den Nobelpreis dafür möchte und ich ihm als Assistenten bauen soll. Aber da sieht man, wie die anfangen, uns ernst zu nehmen. Also es ist wirklich fantastisch. Ja, Wahnsinn. Wo ist er pensioniert? Der Wulff ist weg, der Topforscher ist weg. Nun sind sie pensioniert, alle beide. Aber weitermachen wir trotzdem. So, das war der erste Teil meiner Frage. Und was ist mit dem zweiten, diesem Nachweis der Existenz des Ätherdrifts? Kannst du da auch was zu sagen? Ja, der Äther, das ist eine Geschichte. Wenn im bloßen Raum noch irgendetwas ist, dann könnte man das ja nutzen. Das war damals vor 100 Jahren, als Einstein die Relativitätstheorie entwickelt hat, ein sehr wichtiges Argument, vor allem für die Ölkonzerne, zu sagen, der leere Raum ist leer, da gibt's nichts. Hier gibt's nichts zu sehen, bitte weitergehen. Und deswegen hat man den Äther damals ausgeschlossen. In der Zwischenzeit haben aber die Physiker festgestellt, dass der bloße Raum sehr viel mehr enthält als das, was wir sehen. Also inzwischen kannst du, auch das ist ein Riesenfortschritt der Jahrzehnte, inzwischen kannst du auf Wikipedia, wenn du dunkle Energie oder dunkle Materie nachliest, kannst du finden, dass 95,4% des Raumes unsichtbar ist und nur 4,6% ist die Materie, die wir so in unserem Alltag anfassen können. Das heißt, der Raum ist dominant aus anderen Dingen und nicht Materie. Und seither ist natürlich das Argument der Ölindustrie gegen den Äther gekippt, weil wenn da so viel da ist, warum soll da nicht auch ein Äther da sein? Und Hand in Hand dazu geht jetzt die Geschichte mit dem Michelson-Morley-Experiment, ja, das sich dadurch eben auch über die Jahrzehnte überholt hat. Also damals, das war noch vor Einstein, also ich habe jetzt einen kleinen Spickzettel zurechtgelegt, damit ich die Jahreszahlen richtig weiß. Ja. 1881 hat in Potsdam in Deutschland ein gewisser Michelson dieses Experiment gemacht. Er hat gesagt, wenn sich die Erde im Universum dreht, dann laufen wir ja aufgrund der Erddrehung im Äther. Das müsste man ja eigentlich messen können. Also ich nehme jetzt ein Interferometer, was die Bewegung des Lichts misst, relativ zum Äther. Und wenn ich dann jetzt messe und 12 Stunden später wieder, dann läuft ja aufgrund der Erddrehung das Interferometer jetzt in die eine Richtung und nach 12 Stunden in die andere Richtung. Und dann müsste ich die Ätherdrift eigentlich messen können. Nun hat man, wenn man die Bewegungsgeschwindigkeit der Erde durch das Universum, also die Drehung der Erde um die eigene Achse misst, ungefähr einen halben Kilometer pro Sekunde, also 460 Meter pro Sekunde ist es am Äquator. In Potsdam ist es weniger, weil die Umlaufbahn ein bisschen kleiner ist als der Äquator. Das war ein Effekt, den er kaum richtig nachweisen konnte. Also er konnte nur sagen, wir können die Ätherdrift weder bestätigen, noch können wir der Ätherdrift widersprechen. Das wurde dann von den Lehrbüchern ständig verdreht. Sagen wir mal, zum Wohle der Ölindustrie wurde dann immer behauptet, die hätten den Äther widerlegt. Die einzigen, die sich sagen trauten, sie haben ihn nicht widerlegt, war Michelson und Morley selbst mit ihrer eigenen Originalpublikation. Die haben das dann 1887 in Cleveland, Ohio, nochmal wiederholt, verfeinert und haben gesagt, also definitiv eines ist klar, wir können keinen Äther widerlegen. Da sind positive Werte da. Also es gibt irgendwelche Driften, die sind aber ganz anders als die Messwerte, die erwarten. Also die Zahlen, die kamen so völlig verrückt raus, dass die gesagt haben, wir wissen gar nicht, was wir mit diesen krummen Zahlenwerten anfangen sollten. Und dann standen die da. Dann hat man gesagt, wir messen jetzt nicht den Umlauf der Erde um die eigene Achse, sondern den Umlauf der Erde um die Sonne. Dann kommst du nicht auf 460 Meter pro Sekunde, sondern auf 30 Kilometer pro Sekunde. Das ist viel mehr Geschwindigkeit. Da müsste man die Ätherdrift messen können. Und da hat sich ein Dayton Miller hervorgetan. Und da haben die gesagt, Moment, also das sieht ja so aus, als ob wir die Ätherdrift wirklich bestätigen können. Aber das war ein etwas unsicheres Geschäft.
Die hatten von der Messgenauigkeit her allerdings signifikante Auflösung. Also 5 bis 8 Kilometer pro Sekunde als Messgenauigkeit und 30 Kilometer pro Sekunde als Effekt. Das war nachzuweisen. Aber immer noch waren die Zahlenwerte total verrückt und unerklärbar. So, und jetzt kommt diese Geschichte mit einem gewissen Silvertooth, also mit der silberne Zahn. Dieser Silvertooth, der war studierter Optiker, der hat bei Paramount Pictures sogar mal einen Oscar für seine technischen Leistungen bekommen. Und der hat Äther-Drift-Experimente gemacht, wo er sagt, wir rechnen jetzt den Umlauf des Sonnensystems um das Zentrum unserer Milchstraße. Also das ganze Sonnensystem läuft, weil sich die Milchstraße dreht. Und jetzt schauen wir plötzlich auf 220 Kilometer pro Sekunde. Und das ist ein Effekt, das kannst du messen ordentlich. Also wenn du auf 5 Kilometer pro Sekunde genau misst und misst 220 Kilometer pro Sekunde, das wäre wie mein Autotacho, 5 Stundenkilometer Ungenauigkeit. Und wenn der Tacho 220 zeigt, dann weiß ich, ich fahre definitiv vorwärts. Also da passiert was. Und es geht dann noch eins weiter. Dann hat man gesagt, also wissen wir denn, dass die gesamte Galaxie sich nicht im Universum auch noch irgendwo bewegt? Und da hat man durch Vergleich der Äther-Drift-Experimente und der Hintergrundstrahlung. Wir haben ja diese 2,7 Kelvin Hintergrundstrahlung in der Galaxie. Und wenn man jetzt die räumlich isotrop annimmt, was im Standardmodell der Physik so rauskommt, dann sieht man aufgrund von Dopplerverschiebungen, dass unsere Galaxie durchs ganze Universum mit sogar 377 Kilometern pro Sekunde driftet. Und diese 377, das ist natürlich eine Messgröße, wenn du jetzt 377 plus minus 5 misst, dann hast du einen ordentlichen Effekt. Also das ist 1-2% genau. Und jetzt kommt es plötzlich hin, ja hurra, toll. Okay. Also Silvertooth war der erste, dann gibt es noch einen Aspen und Stefan Marinov hat auch noch damit rumgemacht. Also dann gibt es noch einen Dagmaret, der hat das in 2012 nochmal verifiziert. Nur wenn du in Wikipedia schaust, die hören mit der Tabelle 1973 auf, was danach kommt, wird ignoriert. Und Silvertooth begann 1986. Also Wikipedia, wenn du reingibst, Äther trifft, dann hast du diese Geschichten nicht, weil die einfach 1973, also vor Beginn dieser neuen Erkenntnisse, im Grunde genommen vor fast 60 Jahren, einfach dann abbrechen mit dem Bericht. Aber Fakt ist doch, dass der Albert Einstein 1920 eigentlich revidiert hat, seine ursprüngliche Meinung, dass es keinen Äther gibt, ne? Das muss man ja anerkennen. Er hat 1920 auf der Universität in Leiden ja wieder revidiert, seine Meinung. Ne? Es geht noch weiter. Der Einstein hat ja damals von Anfang an nur gesagt, ich brauche, um die Relativitätstheorie herzuleiten, keinen Äther. Mhm. Aber ich spotte jetzt mal und mache mal einen kleinen Jux. Ich brauche, um meine Sache herzuleiten, keine Wattwürmer. Und wenn du 1000 Wattwürmer hast, hast du 1 Kilowatt Würmer. Ich brauche aber keine Würmer. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich der Existenz des Wattwurmes im Wattenmeer auf Röme oder Sylt widersprochen hätte. Und da hat Einstein, ich spott ein bisschen, aber es ist tatsächlich so. Und Einstein hat von Anfang an gesagt, ich brauche keinen Äther. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich den Äther widerlegt habe. Mhm. Ja, ich kann stimmt. Ja nicht behaupten, ich hätte etwas widerlegt, was ich gar nicht brauche. Faktum ist, dass wir bei der Schulbuchrecherche vor vielen Jahren entdeckt haben in den Physikbüchern, dass nach wie vor dieser Quatsch publiziert wird unter den Ingenieuren und unter den Technikern, dass es keinen Äther gibt. Das ist ein Faktum. Also in der Schule lernst du heute nach wie vor, dass es keinen Äther gibt. Also, und jetzt kannst du dir vorstellen, was das natürlich für unsere forschenden Ingenieure, was das für Konsequenzen hat, in der Richtung Raumenergie zu denken oder zu gehen. Ne? Ja, das ist Cultural Lag, das ist ein psychologischer Effekt. Wenn du schaust, wann hat Giordano Bruni behauptet, die Erde dreht sich? Wann war Galileo Galilei der Entdecker? Und wie lange hat es dann gedauert, bis die Menschen so weit zu waren? Ah ja, da ist ja tatsächlich was. Ja, Jahrhunderte, manchmal Jahrhunderte. Ein Effekt, den man unter dem Namen Cultural Lag schon seit Jahrtausenden kennt. Aber zum Glück sind wir jetzt an dem Punkt, dass man sagt, da gibt es nicht nur den Äther, da gibt es noch viele mehr andere Sachen. Da hat Feynman einen Nobelpreis bekommen für die Vakuumpolarisationsereignisse. Da hat
wer ist der? Henrik Burg, Gerhard Kasimir mit dem Kasimir-Effekt Weltberühmtheit erlangt für die Nullpunktswellen. Da gibt es noch so viele mehr Dinge außer dem Äther, dass wir gar nicht mehr alleine auf den Äther angewiesen sind, sondern dass man, kann man sagen, ob es den Äther jetzt obendrauf noch gibt oder nicht, ist egal. Dass da viel ist, wissen wir sowieso.